Wir sehen hier das Nokia X2 und wir schauen uns jetzt mal an, was es in Sachen Multimedia-Bereich so zu bieten hat. So, dann einmal die Tasten freigeben. Dann können wir entweder hier vorne das direkt anwählen oder wir gehen erst ins Menü und dann unter Musik. Da können wir dann erstmal wählen zwischen meine Musik und Radio. Wir gehen mal auf meine Musik. Hier gelangen wir zum Media Player. Und hier vorne haben wir dann die Musik nach Titellisten, Interpreten, Alben und Genres sortiert. Wir gehen jetzt einmal in den Media Player rein. Da erkennen wir dann hier erstmal ein Logo, den Titel und den Interpreten sowie die gespielte Zeit und die Zeit, die noch zu spielen ist. Der Media Player lässt sich mit dem 5-Wege-Navigationskreuz steuern. In die Mitte, einmal an und zu den Seiten, zurück bzw. nach vorne. Natürlich lässt sich der Media Player auch mit der Seite steuern. In der Mitte Play und Pause. Und dann nach unten geht es nach vorne und oben geht es zurück. Die Lautstärke. Wippe ist auf der anderen Seite. Da erkennen wir die Lautstärke hier vorne an den Balken. Gehen wir immer nach unten und nach oben. Sieht das Ganze so aus. Ja, unter Optionen können wir mal das MIDI-Menü aufrufen. Das ist die Sortierung, in der wir vorhin uns befanden. Den aktuellen Titel zeigen, Zufallswiedergabe wiederholen und verschiedene andere Funktionen, die den Media Player betreffen. Es ist kein besonderer Media Player, aber die Lautstärkeregelung ist sehr gut, die Bedienung ist sehr einfach und von daher zum Musikhören auf jeden Fall optimal geeignet.